Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Ludia überarbeitet das Stat-Boosting. Was alles davon betroffen ist, wie das neue Stat-Boosting aussieht und was ihr für eine Kompensation bekommt, wenn ihr bisher Stat-Boost gekauft habt, das alles erfahrt ihr in diesem Video zu Jurassic World Alive. Damit vielen Dank fürs Einschalten. Ja, es ist gerade Wartungspause und ich habe gedacht, komm, nimmst dein Video dazu auf zu den Informationen, die es bereits gibt, wie das neue Stat-Boosting aussehen wird. Eigentlich wollte ich ja pünktlich um 16 Uhr das Strike-Event machen. Durch die Wartung geht das jetzt noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie lange es geht. Werde ich dann im Anschluss aufnehmen. Das heißt, es kommt dann sehr wahrscheinlich heute Abend noch. Dafür wird es dann morgen kein Video geben, weil wie gesagt, morgen bin ich nicht daheim. Ich meine, ich könnte auch das Strike-Event für morgen hochladen, aber dann nützt es den meisten nichts mehr, weil das Strike-Event viele dann schon probiert haben, wenn nicht mehr so viel Zeit ist. Deswegen heute wahrscheinlich dann zwei Videos, morgen dafür ausnahmsweise mal keins. Sonntag sollte es dann planmäßig weitergehen. Ja, Stat-Boosts werden überarbeitet. Und hier seht ihr mal den offiziellen Forumsbeitrag und ich finde es gar nicht so schlecht, was sie daran ändern, wenn ich ehrlich bin. Earlier we announced that we intended to make some changes to Stat-Boosts. Also wir haben vorher ja bekannt gegeben und hier auch der Link dazu, dass wir die Stat-Boosts überarbeiten wollen. As of Friday, mit Freitag, dem 17.05. geht's los um 9:30 Uhr. We'll be in maintenance to reset all creature stat modifications to zero and give free stat boost to all players based on the maximum amount of players would have won through natural progression, including through collection of daily battle incubator, completion of daily events, etc. Since the release, in order to reinvest their stat boost where they see fit. These are the number of stat boosts you will find in your inventory. Okay, also es wurde das komplette Stat-Boost wurden erstmal auf 0 gesetzt und anhand dessen, wie viel ihr jetzt maximal sammeln konntet mit den täglichen Belohnungen, mit den Stat-Boost-Events, die da gewesen sind oder gewesen wären, wird euer Stat-Boost-Konto quasi zurückgesetzt. Ihr habt dann 0 und ihr bekommt die folgenden Werte in euer Inventar gelegt. Da habe ich jetzt aber noch nicht so ganz verstanden, ob das für jeden Spieler individuell gemacht wurde. Based on the maximum amount of players would have won through natural progression. Okay, das basiert darauf, was ein Spieler maximal bisher freischalten konnte. Das heißt, das bekommen wir alle, auch wenn wir ein bisschen geschludert haben, so wie ich vielleicht da ja, in Arena kämpfen. Das heißt, wir werden 115, 115, 85 Stat-Boosts bekommen. Das ist schon mal sehr nice. Zusätzlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. We will also credit all Jurassic World Alive cash that was spent by players that purchased additional Stat-Boosts from the market. Wir werden also alles zurückerstatten an Cash, was für Stat-Boosting ausgegeben wurde. Um das zu machen, we calculate how many Stat-Boost points are lost in the re reset per player and converted them into packs of 25, just as they would were sold. Also, alles das, was ein Spieler schon ausgegeben hatte von den Stat-Boosts in 25er Päckchen, wird quasi, es wird geguckt, wie viel hatte man ausgegeben. Und jeder Spieler kriegt quasi solche 25er Päckchen zurück, aber nicht als Stat-Boost, sondern pro 25er Stat-Boost als 500 Cash. Und das Ganze wird aufgerundet. Das heißt, wenn ihr, ich weiß zwar nicht, wie das geht, ob sie das jetzt, weil 25 konnte man ja nur kaufen. Ah, nee, wobei, man konnte ja auch ein Level voll machen und das zählt als Kauf, genau. Das heißt, wenn man da 26 hatte, wird es zweimal 25er Päckchen geben, man würde 1000 Cash bekommen. In order to guarantee that this transition is to the player's advantage, we will round up the result of that pack numbers operation. Then each calculated stat boost pack, e.g. 25, will be converted into 500 cash as a direct credit to the corresponding accounts. Genau das ist das, was ich gerade gesagt habe. Es wird direkt auf die Accounts gutgeschrieben. We will also credit all Jurassic World Alive cash that was spent by players that purchased additional stat boosts. Okay, das hatten wir schon. Ich habe gerade versehentlich beim Ausschneiden natürlich zwei Sachen oben. Das hatte, kennt ihr schon. Es geht dann mal mit. This is done automatically. You do not need to do anything to get your free stat boosts or cash, other than to close and relaunch your game. Das Ganze wird automatisch stattfinden. Ihr müsst einfach nur das Spiel dazu neu starten, einmal schließen, wieder starten. Wundert euch also nicht, wenn ihr es nicht neu gestartet habt, dass dann noch was nicht stimmt. In addition, until next early next week. We will have stat boosts in the store that will allow players to purchase units in hard cash. Also bis nächste Woche, Anfang nächster Woche, hat man die Möglichkeit im Shop das Ganze zu kaufen. This sale will have a maximum consumption limit equal to the originally intended distribution, so users who did purchase legitimately stat boost can reacquire them.
Das heißt, das wird das Maximale sein, was man dann kaufen kann. So wie es ursprünglich geplant war. Das heißt, es gab, glaube ich, 5 Tage. Jeweils konnte man 50 sammeln, 25 kaufen, also 25 Leben und Schaden. Und die Anzahl, die man da maximal hätte legit also wirklich auf rechtmäßigen Weg kaufen können, nicht wo der Glitch da war, die stehen dann wieder zur Verfügung. Das heißt, man kann dann wahrscheinlich 4 oder 5 mal 25 kaufen. Und das ist für die Leute, die eben das Geld wieder ausgeben wollen. Finally, we are rebalancing the speed boost gains based on your feedback to create a more balanced experience. With these values, any creature with its speed slowed down by 50% will be slower than any unboosted creature. Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und zwar wird das Speed Boosting angepasst. Da sind nicht mehr 100 da oben drauf, sondern nur noch 50. Und das bedeutet, wenn ihr um 50% verlangsamt werdet, dann seid ihr auf jeden Fall langsamer als eine nicht geboostete Kreatur. Und das war ja auch genau das, was ich im Video gesagt hatte. Zum Beispiel ein 129er Kreatur um 100 geboostet ist bei 229. Um 50% verlangsamt ist die immer noch schneller als ein Stegodeus. Und so ist eben gewährleistet, man bekommt maximal 50 oben drauf. Strich Velociraptor, der wäre dann bei 182. Die Hälfte davon sind 91. Das heißt, man ist auf jeden Fall langsamer und diese Funktion von verlangsamen wird nicht komplett kaputt gemacht. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein erster guter Weg. Hier hat der New Speed Boost Gains per Rank. Also wie wird sich das neue verhalten? Die alten Werte in der Mitte, ganz links der Rang und ganz rechts die neuen Werte. Und ihr seht, da kommt man maximal bei 50 raus. Die haben das Ganze so grob halbiert. 2, 4, 7, 11, 18, 26 bei Stufe 6 dann. Und im Maximum dann 50. Thank you all again for your incredible support and please share your feedback below. Vielen Dank nochmal euren krassen Support und teilt eure Meinung gerne unten drunter mit. Genau das kann ich euch auch so weitergeben. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Anfang. Ich weiß allerdings nicht, ob die 50% Leben und Schaden hinzu. Im Endeffekt bleibt sich's gleich, wenn alle irgendwann gelevelt sind. Das stimmt schon. Aber ob das einfach nicht ein bisschen viel ist. Aber das wird die Zeit zeigen. Es das heißt ja nicht, dass sie das jetzt erstmal reverten, dass das in Stein gemeißelt ist. Sie können da immer noch Nuancen dran verändern und das werden sie sicherlich auch machen, wenn es dem Balancing dient. Ich finde es gut, dass sie das machen. Ja, schreibt wirklich mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und da bin ich doch froher Dinge. Ich werde natürlich auch wieder boosten, vielleicht ein bisschen anders. Mal schauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da und auch ein kostenloses Abo. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video. Gleich kommt noch ein bisschen Arena of Evolution. Hoffe, ihr schaltet ein. Allen ein schönes Wochenende, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.